Hallöchen, liebe Filmfreunde. Hier kommt meine Videoantwort auf Helmuts Video, ob YouTube frei für alles ist. Ja, ich glaube, die Frage geht halt an die Konsumenten von YouTube, wahlweise Konsumenten und Videomacher. So. Wie tolerant die sind gegenüber einem Kanal. Also ich sehe das so, dass generell jeder tun lassen kann auf seinem Videokanal, was er will. Solange es natürlich nicht die YouTube-Vorschriften, wie soll man sagen, ausschließt. Ne? Also so sexuelle Inhalte oder so ist mir auf YouTube nicht gern gesehen. Gewalt wiederum wird gut toleriert, ist aber ein amerikanischer Konzern. Von daher kennen wir das Spielchen ja. Sonst finde ich, kann jeder tun und lassen, was er will auf seinem Kanal. Und ich finde nicht, dass man da irgendwie einen 2, 3, 4, 5, 100 Kanal haben muss, nur weil wenn Pfeife rauchen und Tabakvideos angefangen haben und vielleicht was anderes mit reinpacken wollen. Ein gutes Beispiel ist, glaube ich, Yogi, ich nenne dich einfach mal, aber deinen Kanal kennen, glaube ich, viele und das ist klar zu beschreiben. Yogi macht ja viele Videos über Pfeifen, Tabake und so. Aber wiederum auch auf oft Videos über das Wandern oder dass er halt im Wald gerade unterwegs ist und eine Pfeife raucht. Da kräht auch kein Hahn danach. Von daher finde ich, kann jeder tun lassen, was er will auf seinem Kanal. Bei mir ist ja so, Chaos Pipes and More. Also Chaos Pipes, die Pfeifen sind damit gemeint, der Tabak. Und mehr steht ja auch schon in meinem Kanalnamen drin. Von daher lasse ich mir keineswegs vorschreiben, was ich auf meinen Kanal zu packen habe oder nicht zu packen habe oder was ich da hochladen darf oder was nicht. Ich habe extra die Playlist Off-Topic drin. Alles halt alles dran, wo ich halt irgendwie mal hochgeladen habe und keine Ahnung habe, wo ich das einsortieren soll. Also halt dieser ganze, irgendwie, sag ich mal, salopp gesagt Bullshit, den ich so nebenbei produziere. Sonst packe ich eigentlich alles in Playlisten rein, wenn ich es nicht vergesse. Wäre natürlich auch, ist auch immer von Vorteil, ne? Wenn man so ein wenig lesen kann, Titel lesen kann, Infobox unter dem Video lesen kann, dann bekommt man meist schon mit, um was es in diesem Video geht. Ne? Also von daher erstmal ein bisschen die Euchen bemühen, bevor man nur sich das Gesabbel von demjenigen anhört, weil er halt stummsinnig ein Video anschaut. Ne? Kurz Hirn benutzen, bevor man passiv wird. Ich glaube, das hilft ganz schön weiter und wenn man also nach 10 Sekunden halt auch merkt, irgendwie ein Video ist irgendwie jetzt nicht so meins oder ist nicht so mein Themengebiet, schaltet man es halt weg. Dann waren es halt 10 Sekunden des Lebens, die man halt vergeudet hat. Ich glaube, man vergeudet so viel Lebenszeit, von daher, auf die 10 Sekunden kann man auch gar scheißen. Ich finde es immer wieder interessant, wenn andere YouTuber andere Interessensgebiete mit vorschlagen. Oder halt mit, was heißt mit vorschlagen? Ich muss sagen, Videos darüber machen so rum und einem erstmal so ein bisschen mehr Einblick ins Privatleben geben, wahlweise was für Interessen sie noch haben. Ich habe auch schon überlegt, irgendwas über oder auf meinen Kanal mehr mit Alkohol zu bringen, also eher Gin, weil ich das ziemlich mag. Und auch was mit Essen, so Grillen, Barbecue-mäßig. Wenn ich da jetzt, dann habe ich den Chaos Pipes im Ohr-Kanal, wenn ich noch einen Kanal mache, dann habe ich den ich sauf mir die Birne breit Kanal und den dritten Kanal wäre ich fress mir die Plauze breit Kanal. Keine Ahnung, also drei Kanäle zu koordinieren, so hobbymäßig, habe ich irgendwie auch keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und von daher wird das alles irgendwie auf diesem Chaos Pipes More Kanal stattfinden. Gibt's halt euch brav immer Playlisten, ne? Wer da merkt, da steht irgendwas von wegen Pulled Pork im Titel oder so, jetzt als Beispiel, kann vielleicht feststellen, dass das jetzt nichts mit Tabak und Pfeifen zu tun hat, wahlweise schreibt dann auch immer brav unten in die Infobox irgendwas rein und dann merkt man, dass es so ein bisschen was ums Essen zu tun hat, mit Essen zu tun hat und klickt vielleicht das Video weg, wenn man halt eher meine Pfeife- und Tabakvideos anschauen will. Also von daher,
ob jetzt dann irgendwelche Leute kommen, die nur meine Essensvideos schauen wollen und von den Tabakvideos genervt sind, ist mir eigentlich sowas von scheißegal. Abonniert mich nicht. Ich verdiene kein Geld damit, ich habe einen anderen Job, ich mache das aus Spaß und Spaß an der Freude. Von daher, tja, bei keinen 300 Abonnenten ist auch dran, scheißegal. Ob man da noch ein paar mehr hat oder nicht, erst recht, wenn man davon leben muss. So, das war jetzt meine Einstellung dazu, wie Leute ihren Kanal führen können, dürfen, müssen, könnten, sollten auch nicht. Wie auch immer, ich mache auf meinem Kanal, was ich will. Solange ich keine YouTube-Vorschriften verletze, von daher. War ein chaotisches Video, aber war halt auch echt spontan. Ihr habt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.